Ja, und da sind wir wieder zurück zum nächsten Kurzteil. Im letzten Teil hatten wir ja Linnereff erledigt und sollen jetzt noch seine Armengrad-Banditen mit dazu erledigen. Die beiden Aufgaben, die wir hier haben, machen wir danach. Wir werden erstmal die Banditen erlegen. Und zwar müssen wir gehen nach... Ah! Da, wo wir im letzten Teil gewesen sind. Elendsviertel Bürger. Die Bürger will ich ja eigentlich nicht erlegen, sondern die Banditen. Die sind aber nur Bürger. Ist es damit gemeint? Wir können ja erstmal einen Bürger mal nehmen und mal gucken, was passiert. Es war mir fast klar, der Bürger hilft uns nicht weiter. Hier ist eine Diebin. Gratbanditen-Diebin. Wie sieht es damit aus? Aha. Also die Banditen bringt uns weiter. Bürger und da hinten ist ein Räuber. Und noch Räuberin. Okay, also wir müssen unterscheiden zwischen den normalen Bevölkerung, und den Bösen. Machen wir es doch. Da, 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 da. Und noch eine Räuberin. Da, da, da. Putz. Das war's. Elends Viertel Bürgerin? Wollen wir nicht. Noch eine Bürgerin? Noch eine Bürgerin? Groß Grad Banditen Zauberin. Oh ja, eine Zauberin wollen wir auch mal erledigen. Komm mal hier, Zauberin. Das ist gut. Zauber. Oh, wir sind hier bloß Damen, kann das sein? Oh, hier eine Kiste. Die hilft uns aber nicht weiter. Bringt uns nichts. Hier haben wir einen Räuber. Das ist schön. Die Bürger kommen auch gar nicht so an in dem Sinne. Sind ja auch, glaube ich, nur orange. Das heißt, wenn wir sie in Ruhe lassen, lassen sie uns in Ruhe. Ja, da kommt wieder mal meine Farbuntüchtigkeit zum Tragen. Nur für den Rest. Danke. Oh, mein Räuber. Hier oben kommen jetzt die Herren. Die Schöpfung. Das ist schön. Eine Bürgerin. Und wieder eine Räuberin. Da rede ich eben noch so nach dem Motto, dass jetzt die ganzen Herren kommen. Und da ist schon wieder eine Dame. Na gut. Und schon wieder eine Zauberin. Ah, wie hat der Anteil an weiblichen Gegnerinnen wächst. Ah, ist nur auf ein bisschen Konfrontationskurs, aber greift nicht an. Na, komm mal her. Putz. Und noch einmal bitte vom Würfel. Danke. Nein, das ist ein Bürger. Ein Bürger, ein Herr. Aber hier haben wir einen Räuber. Der richtig hier eben sich von Latzi kriegt. Bürger und Bürgerin. Und einen Banditenzauberer. Mal ein Pfeilchen verschießen. Momentan sind alle Türen verschlossen hier, also. Ja. Bin immer noch dabei, sag jetzt mal, diesen Tipp umzusetzen, beziehungsweise mal richtig schön auszuprobieren. Aber hab bis jetzt noch nicht mal annähernd eine Tür gehabt, wo man auch reinkommen könnte. Aber klar gewesen, wenn man mal sucht, findet man es nicht. So. Hier können wir auch nichts zerkloppen. Hier sind wir ja vorhin rübergekommen, wa? Kommt das hin? Stimmt.
Vorhin ist gut. Ist schon ein paar Teile her. So, das heißt, wir können jetzt wieder zurückgehen zu unserem Zirkus. Ich will mal kurz hier hochgehen. Das war klar gewesen, dass die Räuber jetzt kommt, oder? Das war vollkommen klar. Einmal, zweimal, einmal Quader. Danke! Kommen wir hier hoch, wo wir vorhin waren, war mit Lindereff. Stimmt, da ist er aber. Da ist er wieder. Wollen wir mal eine Runde fliegen? Wir kommen! So, das heißt, wir müssen bei der Dame wieder. Cool, machen wir mal nach hier oben. Vielleicht kriegen wir hier oben einen Erfolg, wenn wir hier drauf landen. Aha. Zeigt doch, oben auf Zirkuszelt. Komischerweise, wenn man auf die Dächer geht, kriegt man öfter mal was. Und wir gehen wieder zur Hauptdarstellerin Beatrice. Oh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist die Stadt wieder sicher. Und die Leute werden wieder zu unseren Vorführungen kommen. Aber gerne noch. Tust du uns einen letzten Gefallen? Noch einen. Bei allem, was hier geschehen ist, sind wir im Moment etwas knapp an zahlenden Kunden. Könntest du diesen Brief Söldnerhauptmann Ramos an der Straße nach Essen abbringen? Seine Leute bewachen die Straße schon seit einiger Zeit und langweilen sich sicherlich. Wenn wir sie dazu bringen können, unsere Vorstellung anzusehen, würde das unsere Truppe finanzieren und hier etwas Recht und Ordnung verbreiten. Ich bin mir sicher, dass es für alle gut wäre. Na gut, machen wir doch gerne. Gut. Das waren jetzt die Armengrad-Banditen und jetzt werden wir weitergehen zu Stallknecht Knochi und nachher zu Abgott. Aber auch hier ein kurzer Teil. Wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Tschüss.